Lieber Wolfgang Thiersen, lieber Julian Niederrümelin, liebe Künstler, Autoren, Kulturschaffende, Kulturfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber ich habe ja eigentlich vorher schon alle genannt, denn Sie sind alle Kulturfreunde. Und Sie wollen jetzt von mir wissen, wie es aussieht für eine neue Kulturpolitik, was hier so groß steht. Na, wie viele Jahrzehnte haben wir darüber nachgedacht? Wie oft haben wir schon die neue Kulturpolitik neu genannt? Die in den 70er Jahren aufgekommene Kulturpolitik in Westdeutschland, muss man hier sagen, hatte diesen Titel, also mehr als 40 Jahre alt. Aber ich glaube, es ist richtig, immer wieder neu nachzudenken, wie Kulturpolitik gestaltet werden soll. Immer wieder darüber nachzudenken, was wir als Auftrag, als öffentlichen Auftrag in unserem Staat haben. Und so habe ich diese 10 Punkte zusammengetragen in 10 Thesen, die ich im Einzelnen begründen möchte. Die 3 Teile haben 3 Überschriften, die sehr einfach zu merken sind. Gemeinsinn, Eigensinn und Kulturpolitik. Denn aus meiner inneren Überzeugung ist es entscheidend, immer wieder zwischen Individuum und Kollektiv nachzudenken, Politik zu gestalten, aber vor allen Dingen auch die Kultur und die Kunst zu denken in ihren kollektiven und individuellen Dimensionen. Ich hatte gesagt, es sollte immer wieder neu nachgedacht werden und das tut auch die Sozialdemokratie. Im Hamburger Programm, an dem ja Wolfgang Thierse und Julian Niederrümelin einen ganz entscheidenden Anteil haben, sind die 3 großen Begriffe, Werthaltungen noch einmal wieder neu formuliert worden, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in der Form von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, so wird einem sehr schnell klar, dass die Freiheit nicht etwas Gegebenes ist. Sie ist letztlich das Produkt des Kämpfens in der Gemeinschaft um Freiheit, also die Solidarität dafür, muss eingetreten werden in Solidarität, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Und letztendlich ist die Gerechtigkeit das Ziel, an dem wir entlang unser Denken orientieren. Und so sind die 3 ersten Thesen auch diesen 3 Begriffen gewidmet. These 1, Solidarität. Wir brauchen ein Gemeinwesen, das Kultur als Staatsziel verfolgt. Wir bekennen uns zu Deutschland als einem Kulturstaat, denn Kunst und Kultur sind Basis für die Solidarität, für das Zusammenleben in einer modernen Gesellschaft. Und das unterscheidet gleich schon das Parteiprogramm der SPD von dem der CDU. Denn da steht über dem Kapitel Kultur bei uns, Zusammenleben in einer modernen Gesellschaft. Und bei der CDU heißt es, Deutschlands lebenswerte Heimat schützen. Das ist sicherlich auch sehr wichtig, dass wir unsere Traditionen schützen, aber worum es uns geht in der Sozialdemokratie ist, danach zu fragen, was in dieser Gemeinschaft, in dieser Gesellschaft Solidarität bedeutet, wie wir Solidarität ausüben und einüben. Und zunächst muss der Staat sich solidarisch zur Kultur erklären und deshalb treten wir ein für ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz und deshalb sind wir so enttäuscht, dass es diese letzte Legislaturperiode nicht geklappt hat, obwohl die Enquetekommission das einstimmig gefordert hat. These 2, Gerechtigkeit. Wir verstehen den Kulturstaat als Garant für kulturelle Teilhabe und kulturelle Vielfalt. Doch beide bedürfen der permanenten Reflexion und Anstrengung. Erst eine lebendige Kultur der Anerkennung ermöglicht eine Gesellschaft, in der wir als Menschen ohne Angst verschieden sein können. Diesen Satz möchte ich nochmal zitieren. Er steht nämlich im Hamburger Programm. Erst eine lebendige Kultur der Anerkennung ermöglicht eine Gesellschaft, in der wir als Menschen ohne Angst verschieden sein können. Warum bringe ich das zusammen mit der Gerechtigkeit? Ja, weil die Gerechtigkeit eine Frage danach ist, wie wir Mittel verteilen, wie wir Menschen mit anderen Herkünften wahrnehmen, ob wir auch für sie kulturell etwas bereithalten oder ob wir nur in Traditionspflege ersticken. Das ist ein großes Problem unserer kulturellen Infrastruktur, diese neu auszurichten auf das, was gerechter wäre. Und es wäre gerechter, Menschen zum Beispiel in Essen-Katernberg, an Kindern, wo 80% der Kinder an den Schulen Migrationshintergrund haben, darüber nachzudenken, was wir mit ihrer Kultur, die sie schon mitbringen, und was wir für sie tun.
Insofern ist die Kultur der Anerkennung, die im Hamburger Programm formuliert ist, für mich ein ganz großer Auftrag, der natürlich nicht sofort eingelöst werden kann, aber auch durch Bundeskulturpolitik eingelöst werden sollte. Und wenn ich dann höre, dass es um eine marktkonforme Demokratie gehen soll, ein Vokabular aus der schwarz-gelben Bundesregierung, und der mentale Kapitalismus uns immer mehr entgegentritt, in Form nicht nur der Abhöranlagen, sondern der amerikanischen Medienkonzerne, die unsere Wissen, unsere Identitäten abrufen, aufnehmen und uns wieder verkaufen, dann wird das nicht nur mit dem Markt zu regeln sein, was da passiert. Dann brauchen wir rechtliche Regelungen, die weit über Deutschland hinaus international regeln, wie mit diesem und in diesem mentalen Kapitalismus umgegangen wird. Und da vermisse ich eine starke Position unserer Bundesregierung, etwa im Freihandelsabkommen die Ausnahmeregelung Kultur einzufordern. Frankreich haben wir das zu verdanken. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir Kunst und Kultur nicht als Ware, sondern als öffentliches Gut ansehen und deshalb Markteingriffe tätigen beziehungsweise einfach unsere Förderung von Seiten des Staates wahrnehmen. 9 Milliarden für die Kultur öffentliche Ausgaben ist nicht viel, ist nur 1% der Haushalte. Aber darin liegt Gerechtigkeit, dass wir dieses Geld richtig einsetzen und dafür sorgen, dass jeder teilhaben kann. These 3, Freiheit. Kunst und Kultur sind in ihrem Eigenwert essentiell für eine offene und demokratische Gesellschaft. Ihre Förderung ist keine Subvention, sondern Investition in die Zukunft und unsere Freiheit. Denn, so hat es Michael Naumann ausgedrückt, Kunst ist die schönste Form der Freiheit in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Kunst ist frei, so steht es im Grundgesetz. Und uns Sozialdemokraten wird oft unterstellt, dass wir die Kunst sozialisieren wollten oder sie einsetzen wollten, instrumentalisieren für soziale Zwecke. Ich selbst bin aus einer Künstlerfamilie. Ich selbst habe Klavier studiert. Ich selbst habe über Kunst und Kultur promoviert. Für mich geht die Freiheit der Kunst einen ganz engen Zusammenhang ein mit der Qualität von künstlerischer Arbeit. Denn nicht alles, was da entsteht in Kunst, ist gleich massentauglich und kann von jedem schon verstanden werden. Es braucht die Unterstützung, es braucht den Freiraum für die Entfaltung und die besonderen Qualitäten entstehen nicht in massentauglichen Produktionsanlagen. Insofern stehen wir auch dafür ein, dass Kunst in ihrer besonderen Qualität und die Künste, muss man da fast schon im Plural sagen, in ihren besonderen Qualitäten gefördert werden müssen. Kunst ist Zumutung und braucht den Mut der Gesellschaft. Wolfgang Riem, der Komponist, und damit gehe ich über von vom Gemeinsinn zum Eigensinn, hat einmal etwas Wunderbares gesagt. Kultur gilt dem Wir, ist immer kollektive Spannung. Kunst gilt dem Du und ist immer individuelle Setzung. Zur Kultur denkt er gleich die kollektive Spannung mit, denn es gibt immer auch die Notwendigkeit, Kulturen ineinander in den Dialog zu bringen. Aber ich bin jetzt beim Eigensinn des Einzelnen, der einzelnen Person. Und diese 3 Thesen haben die Überschriften Entfaltung, Wahrnehmung und Persönlichkeit. Und so wie die Freiheit das Produkt von Solidarität und Gerechtigkeit ist, so ist die freie Entfaltung und die selbstbestimmte Wahrnehmung das, was eine Person zu einer freien Kulturperson macht. These 4, also Entfaltung. Kreativität ist der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Wir wollen alles dafür tun, dass sich Künstler und Kreative nicht nur frei entfalten können, sondern auch von ihrer Arbeit leben können. Über 1 Million Menschen arbeiten in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland und wir wenden uns gegen deren Ausbeutung als Humankapital. Wir treten ein für eine Reform des Urheberrechts, eine bessere soziale Absicherung von Kreativen und etwa auch für einen grenzüberschreitenden Erhalt der Buchpreisbindung. Der Kreativpakt, den die Bundestagsfraktion ja mit vielen, die hier auch anwesend sind, zusammen erarbeitet hat in 2,5 Jahren, ist also kein Wahlkampfgetöse, sondern eine langfristige Arbeit, hat uns vor Augen geführt, wie die soziale Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland ist. In der Sozialkasse sind 170.000 Menschen und das Durchschnittseinkommen liegt bei sage und schreibe 14.000 Euro im Jahr. Das zeigt schon, welche Verantwortung Politik hat für diese Menschen, die den Rohstoff des 21. Jahrhunderts
ja produzieren, dass sie nicht ausgebeutet werden, dass Künstler und Kreative, ob es Designer und DJs sind, ob es Archivare und Architekten sind, dass alle die tatsächlich mit ihrer Kreativität und ihrem Wert, den sie produzieren, anerkannt werden. Wir wissen alle, das sagen wir immer, der wahre Wert der Kultur liegt in ihrer Unbezahlbarkeit. Aber der Wert, der von Künstlern und Kulturschaffenden geschaffen wird, ist sicherlich unbezahlbar. Aber trotzdem sollten wir etwas dafür tun, dass der Mindestlohn auch dort Einzug hält. Dass wir dort mindestens 8,50 Euro bezahlen. Und das würde schon vielen helfen. Meine Damen und Herren, ich kann jetzt ausführen, was wir im Urheberrecht vorhaben, was wir vorhaben in der Buchpreisbindung. Das steht alles in den Papieren. Aber ein Punkt ist mir außerordentlich wichtig. Die Künstlersozialkasse, eine Erfindung der Sozialdemokratie. 170.000 Menschen sind in der Künstlersozialkasse. Es ist derzeit eine Petition ins Leben gerufen worden. 4,1% ist im Moment die Abgabepflicht, aber das steigt im nächsten Jahr auf über 5%, so ergeben die Berechnungen. Olaf Zimmermann hat mich darüber auch aufgeklärt, weil es nicht kontrolliert wird, wer abgabepflichtig ist, dass derjenige auch zahlt. Und der Antrag der SPD-Fraktion im Bundestag wurde abgeschmettert, diese Kontrollen zu verstärken. Und das führt dazu, dass die Abgaben weiter ansteigen. Und das führt dazu, dass noch weniger wahrscheinlich bezahlt wird. Und dass es letztlich auch die Künstler wieder trifft, weil sie mehr bezahlen müssen. Ein Unding. Und das wollen wir ändern. Künstler und Kreative haben den Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Er ist erneuerbar. Er ist tatsächlich umweltfreundlich. Aber wir müssen etwas dafür tun, meine Damen und Herren, dass wir dafür die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir kreativ sein können, davon leben können, aber vor allen Dingen auch, dass Kreative nachwachsen. Und deshalb ist es so wichtig, These 5, etwas für die selbstbestimmte Wahrnehmung zu tun. Immer wichtiger wird die Orientierung in einer durchmedialisierten Umwelt, in der immer mehr Fremdbestimmung Platz greift. Selbstbestimmte Wahrnehmung zu ermöglichen, wird zum wichtigsten Element individueller Entfaltung und Entwicklung. Kulturelle Bildung ist das Feld, in dem die Beziehung des Einzelnen zur Welt reflektiert und auch trainiert wird, sich die Welt anzueignen, diese zu reflektieren und zu gestalten. Meine Damen und Herren, es gibt ja kaum eine Technikfolgenabschätzung für das Internet und die Digitalisierung. Wir werden gleich mit Geschichte sicherlich weiter darüber diskutieren. Wir hatten auch bei der Atomenergie keine Technikfolgenabschätzung, wir hatten auch keine Technikfolgenabschätzung bei dem, was die Banken in Millisekunden in Aktien handeln. Und wir meinen, dass diese digitalen Welten ohne Regelungen, ohne wirklich mal mehr reflektieren auskommen und opfern dies einfach amerikanischen und sonstigen Medienkonzernen. Mir wird dabei sehr, 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 sehr unruhig. Es ist, ich habe es schon einmal gesagt, nicht nur eine Frage von Freiheit und Sicherheit, es ist zutiefst eine Frage der Kultur, was da gerade passiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst stärken, das einzelne Individuum in seiner Medien- und Kulturkompetenz stärken, um sich darin zu orientieren und auch mal abzuschalten, neben allen Regeln, die erforderlich sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, sehe ich kulturelle Bildung als eine nationale Aufgabe. Wir werden das Kooperationsverbot aufheben, das steht in unserem Regierungsprogramm, um direkt an Länder und Kommunen Geld zu geben, damit kulturelle Bildung gestaltet werden kann. Frau Schawan hat in den letzten Amtstagen sehr hektisch ein Programm zustande gebracht, Kultur macht stark, 230 Millionen für kulturelle Bildung. Wenn man mir das als jemand, der dafür kämpft, seit vielen Jahren für dieses Thema, vor 10 Jahren gesagt hätte, es gäbe mal vom Bund 230 Millionen, hätte ich komplett für verrückt erklärt. Aber was passiert? Wegen des Kooperationsverbotes wird die Bürokratie auf die Agentur für Raum- und Luftfahrt übergeben. Die verwalten dieses Programm im Moment für Deutschland. Und die Agentur für Luft- und Raumfahrt bildet jetzt die armen Leute beim Verband Deutscher Musikschulen, Bühnenvereine und so weiter fort, damit die Anträge bürokratisch richtig stellen. Der Verband Deutscher Musikschulen hat 20 Millionen bekommen und gibt das in Projekte, da müssen dann Kooperationen gestaltet werden. Und das Entscheidende an diesem Programm, es darf nur das gefördert werden, was noch nicht da ist. Es muss immer etwas Zusätzliches geschaffen werden. Gehen Sie mal in die Schulen. Schauen Sie mal, was im Ganztagsunterricht passiert, wie schlecht die Räume dort sind, wie schlecht da bezahlt wird, was da alles nicht läuft, was mir die Musikschulen erzählen, die Streichungen der Kommunen unterworfen sind. Das ist die Situation. Und deshalb, ich weiß, dass hier viele sitzen, dieses Programm auch mit großem Eifer und Ideenreichtum bewältigen, aber ich bin dafür, dass wir die
20 Milliarden Euro, die in dem Investitionsprogramm, das der Herr Steinbrück mit dem Kompetenzteam verabschiedet hat, für Bildung drin sind, von 80 Milliarden ein Viertel für Bildung, dass wir dafür einen richtig großen Anteil für die kulturelle Bildung an Schulen im Zusammenwirken mit allen Akteuren der kulturellen Bildung in Deutschland ausgeben. Und das wäre der richtige Weg, nicht Projektfeuerwerke, sondern Strukturen schaffen, die nachhaltig wirken. These 6, Persönlichkeit. Wir wollen jeden Einzelnen in seiner Persönlichkeitsentwicklung stärken, habe ich gerade auch ausgeführt. Das Leitbild des Bildungsbürgers ist überholt. Wir sollten jeden Menschen als einen Kulturbürger verstehen, der durch Kunst und Kultur geprägt wird, geprägt werden kann, sich selbst prägt. Und jedes Individuum sollte sich in selbstbestimmter Wahrnehmung als Persönlichkeit kulturell frei entfalten können. Das beinhaltet viele Fragen, was es bedeutet, tatsächlich durch Entfaltung und selbstbestimmte Wahrnehmung seine eigene Persönlichkeit auszuprägen. Ich frage zum Beispiel, warum wir in Deutschland in Architektur und Design an Schulen überhaupt nichts machen oder fast nichts machen. Ich war ja Schuldezernent 10 Jahre in Essen. Ich habe mal gefragt, wo kommt eigentlich Architektur vor? Wo kommt eigentlich Design im Unterricht vor, im tagtäglichen Unterricht? Da war ein Leistungskurs an einer der 20 Gymnasien in Kunst, die das dann mal ab und zu gemacht haben. Wir haben noch viele blinde Flecken in der Wahrnehmung dessen, was kulturelle Bildung und Persönlichkeitsentwicklung für uns alle bedeutet. Denn Architektur, Baukultur umgibt uns tagtäglich und wir alle sind verantwortlich, dass das gut gestaltet wird. Und dürfen das nicht nur Architekten und Politikerinnen und Politikern überlassen. Nur ein Beispiel. Es gibt also noch viele blinde Flecken bei der Frage, wie wir unsere Umwelt, unser Umfeld gestalten. Und besonders wichtig ist es, dass wir alle Menschen, alle als Kulturbürger sehen und dabei beispielsweise auch durch einen Fonds Interkultur auf der Bundesebene endlich dafür sorgen, dass dieses Feld auch mal richtig bearbeitet wird und einen Fonds für neue Musik. All dies fehlt noch und diese blinden Flecken wollen wir als Sozialdemokratie ausmerzen. Ich bin beim Punkt Politik angekommen. Gemeinsinn und Eigensinn im Wechselspiel führen zu einer Politik, einer Kulturpolitik, die sich in den Dienst des Gemeinwesens stellt. Und ich mag eigensinnige Politikerinnen und Politiker. Ich mag auch Wolfgang Thierse, der Eigensinn hat. Und wir in der Kultur kommen ohnehin mit eigensinnigen Menschen besser zurecht. Deswegen mag ich auch Per Steinbrück in seiner Eigensinnigkeit. Der lässt sich im Moment nicht beirren. Und Gesche Joost war dabei, wir waren im Kompetenzteam, da war eine rührende Szenerie. Ich glaube, du hast es ihm sogar überreicht, so eine Schneekugel. Eine Schneekugel, ich darf das jetzt mal hier erzählen. Und die hatte eine Bürgerin gebastelt, da war ein Bild von Per Steinbrück in der Schneekugel. Da stand auf der Rückseite von dem Bild, lieber ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts. Und wir haben so gelacht. Und wir haben da eine gute Stimmung. Und wir sind gar nicht ohne Mut und ohne Hoffnung. Und das kann ich Ihnen nur rüberbringen, dass das bei uns in dem Team viel ganz anders ist, als es die Medien rüberbringen. Und insofern hoffe ich auch darauf, dass Sie das weitertragen. Aber ich selber habe ja seit 1997 hier im Vorstand des Kulturforums der Sozialdemokratie mitwirken dürfen. Mit viel eigensinnigen Menschen haben wir aber immer wieder SPD-Kulturpolitik, sozialdemokratische Kulturpolitik vorgedacht. Und deshalb meine 3 Punkte hier überschrieben mit Öffentlichkeit, Allianzen und Konsens, Mehrheit für eine qualifizierte kulturelle Infrastruktur. Meine Damen und Herren, wir brauchen in Deutschland wieder eine starke Debatte inmitten unserer Gesellschaft über die Rolle von Kunst und Kultur für unser Leben, unsere Gemeinschaft, den Staat und vor allen Dingen auch Europa. Kulturpolitik muss dafür sorgen, dass die Frage nach der Relevanz und der Wirkung von Kunst und Kultur wieder stärker öffentlich debattiert wird. Das war ja der Sinn und Zweck, einen Staatsminister einzuführen. Vorher war es beim Innenministerium, die Kultur, um die öffentliche Debatte in Deutschland voranzutreiben. Das war der Sinn und Zweck, dass es eine Enquete-Kommission gab, die auch in der SPD-Erfindung war, 2003 bis 2007. Ein Kulturausschuss im Bundestag ist wieder eingeführt worden. Und besonders wichtig auch, wo man Zeitgenossenschaft erleben kann, das ist das Verdienst von Julia Nieder-Rümelin, die Bundeskulturstiftung, die wirklich zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler und Kunst fördert, Tanz, neue Musik und Ähnliches, mehr Literatur. Und das fehlt mir in den letzten Jahren. Das fehlt mir, denn wenn Frau Merkel auf den roten Teppich in Bayreuth läuft und sich darauf konzentriert, wenn sie
in kulturellen Angelegenheiten Erscheinungen tritt, dann fehlt mir die Lebensweise der Deutschen in der Kulturpolitik, die reflektiert werden muss. Dazu habe ich von ihr noch keine Aussage gehört und leider auch nicht von Bernd Neumann. Wir müssen also diese Erlärmungserscheinungen überwinden und mehr zu einer konzeptgestützten, einer zeitgemäßen Kulturpolitik kommen. Und diese sollte These 8 geprägt sein von kreativen Allianzen und Konzepten. Wir brauchen eine Modernisierung auf Bundesebene, Kulturkonzepte entwickeln statt Kulturförderung auf Zuruf, Zeitgenossenschaft stärken statt nur rückwärtsgewandte Repräsentation. 3 Punkte, 3 Ks dazu. Konzepte. Auf der Bundesebene haben wir nur ein Konzept für einen Bereich. Das sind die Gedenkstätten. Sehr wichtig. Aber es gibt keine Konzeption zur Theaterförderung, zur Museumsförderung, zur Musikförderung vor allem nicht, auch nicht zur Tanzförderung. Das wird so nach Zuruf gemacht. Die Bundeskulturstiftung ist da eine Ausnahme. Sie in ihren Gremien erörtert 5 Jahrespläne und ähnliches mehr. Aber das Ministerium, Staatsministerium, hat auf diesem Feld ein klares Defizit. Zum Beispiel gibt es kein Konzept für die Welterbestätten. Ich war jetzt in 4 Welterbestätten in den letzten 2 Tagen, Dessau, Wörlitz, Wittenberg, wunderbare Orte, da kommt das eine mehr, das andere weniger, okay. Die Völklinger Hütte im Saarland bekommt, weil Oskar Lafontaine mal laut gerufen hat, 2,5 Millionen Euro jährlich als industriekulturelles Erbe. Zollverein, das Symbol für die Metropole Ruhr mit 5,3 Millionen Menschen, bekommt 0 Euro Bundesförderung. Julian, du warst der Einzige, der uns damals ein bisschen was gegeben hat. Und Herr Neumann hat nochmal zur Kulturhauptstadt 1 Million draufgetan. Seither still ruht der See. Das nenne ich nicht konzeptgestützte Kulturarbeit. Und da müssen wir von wegkommen. Wir müssen Konzepte entwickeln. 2. Punkt, K-Kriterien. Zeitgenossenschaft, ich habe es schon gesagt, mehr Zeitgenossenschaft. Und die Bundeskulturstiftung, ich sagte es schon, ist ein super tolles Beispiel dafür. 3. Kooperation. Wir haben das Leitbild der Kulturhoheit der Länder längst überwunden, hin zu einem kooperativen Kulturföderalismus. Und es steht dem Bund gut an, in Kooperation mit den Länderministerien, in der Kultusministerkonferenz wirklich mal Kulturdebatten zu führen mit dem Deutschen Städtetag und darüber nachzudenken, wie soll denn in künftiger Zeit die kulturelle Infrastruktur in Deutschland aussehen. Damit bin ich bei These 9. Kultur braucht den Konsens in der Gesellschaft. Legitimation findet Kulturpolitik in der Einlösung ihres Auftrages, kulturelle Teilhabe und Vielfalt durch eine qualifizierte kulturelle Infrastruktur zu ermöglichen und zu garantieren. Die kulturelle Infrastruktur muss vor allem mit Blick auf die Herausforderungen des digitalen und demografischen Wandels modernisiert werden. Meine Damen und Herren, wir bräuchten zum Beispiel ein Blaubuch Ost, nun erweitert auf Blaubuch Deutschland. Das Blaubuch Ost hat 22 wichtige Städten in Ostdeutschland, richtigerweise nach der Einheit definiert, wo Kulturförderung stattfindet. Wenn man das erweitert auf ganz Deutschland, kämen interessante Ergebnisse und man würde den armen Ländern und Kommunen auch helfen. Und deshalb möchten wir aber an die ganz entscheidende Spitze unseres Programms etwas hier setzen, was im Kompetenzteam und Per Steinbrück auch immer wieder sagt, wir brauchen eine größere Finanzstärke der Kommunen. Denn dort wird die Kultur ja vor Ort gefördert und deswegen müssen wir für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen kämpfen. Wir müssen die Steuerflucht, wunderbar, haben wir ja hier auch schon gehört, bekämpfen. 160 Milliarden Euro gehen uns verloren durch Steuerflucht und das ist ja wunderbar auch aufgegriffen in der Satire von Klaus Steg, wo Frau Merkel Uli Hoeneß die Hand reicht und sagt, Gratulation Uli, wir steuern das schon. Aber es ist falsch verstanden worden. Ich bin bei der letzten These, beim letzten Punkt. Wir wollen eine Kulturpolitik im Zeichen der kulturellen Identität gestalten, die sich selbst immer wieder neu reflektiert. Unter den Grundwerten der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. In und durch Kunst und Kultur vergewissern wir uns immer wieder neu unserer Identität, ob als Individuum oder Kollektiv. Meine Damen und Herren, dies gilt vor allen Dingen für Deutschland in Europa. Wir sollten nicht dem Leitbild eines deutschen Europas hinterherlaufen und die Eurokratie zum Maßstab der Politik machen. Wir brauchen ein europäisches Deutschland. Mit diesem Leitbild sollten wir auf unsere Nachbarn zugehen und uns dessen vergewissern, dass uns die Kultur verbindet in Europa, dass sie die Basis für Frieden ist und nicht der Euro. Das ist sehr wichtig und das müssen wir auch nach draußen tragen und intern hier in Deutschland diskutieren. Und dann hoffe ich, dass wir in Europa wieder Halt gewinnen
das Verbindende und Verbindliche erleben. Lieber Wolfgang, du hast es erlebt, wie ein geteiltes Europa ist, noch viel anders als wir, die wir im Westen aufgewachsen sind oder sozialisiert sind. Du hast erlebt, wie Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit so und so interpretiert werden können. Aber du hast immer dafür gekämpft, und dafür sind wir dir alle sehr dankbar, dass die Kultur als Ferment der Freiheit, dass die Kunst als Ort der Freiheit in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Dafür sind wir dir zutiefst dankbar. Als einer der obersten Vertreter, ja, du warst ja sogar Bundestagspräsident, als der oberste Vertreter des Souveräns, des Volkes, hast du dich für die Kulturpolitik eingesetzt und verdient gemacht. Und wir hoffen sehr, alle, ich darf das, glaube ich, im Namen aller hier sagen, dass du deinen Kampf für die Freiheit der Kultur weiterführst. Auch wenn du jetzt schon und wir alle freier leben kannst und du jetzt besonders frei leben kannst, wo du nicht mehr ein solches öffentliches Amt inne hast. Insofern möchte ich schließen mit dem wunderbaren Satz, Julian kann dir nachher sagen, woher er ist: Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Vielen Dank.